Oh mein Gott, seh dir das? Der wäre fast runtergefallen, Adi. Ne? Was sagst du dazu? So! Ich weiß nicht, was er schon wieder macht. Ich wollte doch ganz kurz einfach nur das Bier-Adventskalender-Türchen filmen. Natürlich auch für den Adi wieder was dabei. Und deswegen sage ich so, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Hallo Adi, Schatz. Ja, alles Gute. Und ab in die Toilette. Wir machen mal sein Türchen auf. Dann hat er nämlich die Toilette ganz schnell vergessen und geht hierher. Denn wir, jetzt weiß ich nicht, wie spät das ist, sind, glaube ich, bei der Nummer 12, oder? Heute ist der 11., das heißt, ich drehe das ja für morgen. Wir müssen das 12. Türchen aufmachen. Wo ist die 12? Die 12 ist hier unten, Adi. Guck. Adi, guck. Das ist die 12. Finger rein. Rüberreißen. Türchen ab, dass wir genau sehen, was schon auf ist und was nicht. Wir haben hier wieder ein Tütchen drin, Schmackofatz, für den Adi, was wir jetzt natürlich wieder aufmachen. Es sieht halt alles immer gleich aus. Ich habe immer noch nicht hinten drauf geguckt, habe ja gesagt, vielleicht beim 24. Türchen werde ich mal gucken, ob hinten drauf steht, was das für unterschiedliche Snacks sind, die da drin sind, die unterschiedlichen Farben. Das eine ist mit Curry, das andere ist Barbecue. Chili ist auch mit dabei, ne, der kleine Dicke. Den Rest kann er jetzt fertig essen. Jetzt packe ich ihn wieder hier ins Waschbecken, stöpfe wieder rein. Und wir kommen zum Bier-Adventskalender für den Dicken. Auch mit dem Türchen Nummer 12. Das befindet sich... Ach so, hier oben. Einmal auf und wir haben einen schwarzen Deckel mit einem weißen Haar. Ich hab's mir noch... Das ist wieder eine dicke Flasche, die fast gar nicht rausgeht. Guckt euch das an. Ein Hubschrauber-Landeplatz. Das sieht schon mal interessant aus. Wird das das neue fesche Bier, worauf ich die ganze Zeit warte? Und... Oh nein! Jetzt ist es wieder so ein Öko-Zeug, wo ich... Naja... Das sieht interessant aus und dann guckt euch das Etikett an und ihr denkt, oh, eine Flasche Wein. Darauf habe ich ja mein Leben lang gewartet. Hoppebräu, helles, handgemachtes Bier seit 2010. Ist auf jeden Fall eine dicke Flasche, helles Vollbier mit 4,9%. Die Flasche an sich gefällt mir jetzt nicht so, weicht natürlich enorm ab von der typischen Bierflasche. Sieht irgendwie aus wie eine Handgranate, keine Ahnung, also so eine Stabgranate. Ist halt wieder dieses alte, pappige, extrem pappige, modrige Papier. Ich habe das lieber glatt und glänzend und edel, anstatt dieses Recycling-Öko-Zeug da. Es ist sehr schlicht gehalten. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Bock auf Bier macht oder ob einem da was fehlt. Es sieht für mich immer noch aus wie eine Flasche Wein oder irgendwas anderes. Und da ist halt ein Wald, ne? Ein Wald, irgendwas. Was gibt man dem jetzt? Eine? Drei ist schlecht? Ne, drei ist Mittelmaß, meine ich. Eins, zwei ist schlecht, vier, fünf ist gut. Ich glaube, ich würde eine 2 geben. Wir wollen nicht ganz so streng sein. Eigentlich mag ich es ja schlicht, aber in Kombination mit der Flasche und dass mich das total an Wein erinnert und dieses Papier, dieses papierige Papier ist halt gar nicht mein Geschmack. Wäre das jetzt glänzender, hätte sogar vielleicht eine 4 gekriegt. Dann wäre es nämlich richtig stylisch und hätte mir einfach besser gefallen. Mit so einem schlichten Design hätte das sogar 4 Punkte gekriegt, wenn das jetzt ein glattes Papier gewesen wäre. Es ist alt und madig und deswegen kriegt es nur eine 2. Wir füllen es jetzt mal ein. Von der Weinflasche direkt in das Bierglas. Man hat den Eindruck, dass da mehr drin ist als bei allen anderen, weil die ja so dick und fett ist. Kann aber natürlich nicht sein. Das sind alles immer die gleichen Mengen. Ihr seht, es ist auch schon gleich im Glas. Ich muss aber jetzt leider schon probieren, da habe ich ein bisschen zu früh das hochgeschwätzelt. So, wir kommen zur Farbe.
Was mir hier sehr gut gefällt, ist, du kannst wirklich direkt durchgucken, ja. Das ist wirklich richtig klar, du kannst durchgucken, du siehst mich dahinter, du siehst alles andere. Das ist nicht trüb, das ist helles, merkt man auch, es ist halt hell, es hat übelst Schaum. Es hat eine schöne Schaumnote eigentlich, muss ich sagen. Es hat an sich eine gute Bierfarbe. Hier wäre das vielleicht aber trotzdem ein bisschen zu hell. Noch eine kräftigere Farbe würde mir besser gefallen. Ich gebe trotzdem aber 4 Punkte. 4 Punkte, weil das eine richtig schöne Schaumnote hat und die Farbe trotzdem sehr gut aussieht, das auf jeden Fall Bock auf mehr macht. 4 Punkte also für die Farbe und den Schaum. Wäre das ein bisschen kräftiger und dunkler, wären sogar 5 Punkte. Sieht auf jeden Fall optimal aus. Wir kommen zum Geruch. Geruch ist ein bisschen muffig. Aber mit einer bierigen Note auch dabei. Riecht ein kleines bisschen bitter. Am Anfang dachte ich eher süßlich. Jetzt überwiegt das Bittere. Riecht aber trotzdem irgendwie nach einem Bier. Das ist ja das, was mir manchmal fehlt. Manchmal habt ihr wirklich nur einen komplett süßen Geruch und sonst nichts. Manchmal habt ihr gar keinen Geruch und oft fehlt mir der Biergeruch. Hier habt ihr Biergeruch dabei. Und dieser Biergeruch gefällt mir eigentlich richtig gut. Ich würde hier auch eine 4 geben. 4 von 5 Punkten. Bei Geruch, ja? Bei Farbe, bei Schaum. Etikett leider nur 2, aber der Geschmack, was sagt der Geschmack? Das glaube ich seit langem. Eins, was ich mal trinken kann, was ich nicht komplett eklig finde. Sonst sind die immer zu leicht oder zu wässrig, haben gar keinen Geschmack oder haben so einen extrem herben Abgang, dass du da gar nicht mehr drauf klarkommst. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es brennt nicht auf der Zunge. Es ist nicht extrem bitter im Abgang. Es wirkt trotzdem etwas leicht, aber du hast trotzdem eine Biernote dabei. Also würde für mich jetzt nicht für eine 5 reichen, aber ich glaube, wir können ja trotzdem eine 4 geben. Denn nach den ganzen Bieren, die so komisch geschmeckt haben die ganze Zeit, ist das irgendwie annehmbar. Also das ein gutes Helles, was man sich für zwischendurch mal so gönnen kann. Bin ich positiv überrascht. Ich glaube, das ist das zweite Mal jetzt, dass wir eine 4 vergeben. Sonst nur schlechte Noten bei Geschmack. Das eine 4 und hätte das, wie gesagt, noch ein glänzendes, glattes Etikett, hätte das von mir auch beim Etikett 4 Punkte bekommen, weil das Schlichte ist ja okay, aber dadurch, dass das halt so altes Altpapier ist und so rau, finde ich das halt nicht so schön. Das schmälert immer alles. 4, 4, 4 und 2 ergibt eine gute Note, denke ich mal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ossa.